Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten und die sind nicht nur für die Kursteilnehmer interessant, sondern auch für diejenigen unter euch, die einfach nur meine kostenlosen Videos anschauen wollen. Ich fange mal mit dem Kursthemen an. Gerade ist ein Online-Kurs zu Ende gegangen, der nennt sich Hybrides Holzwerken. Da geht es um das Zusammenspiel von Maschinen und Handwerkzeugen. Da ist mit Sicherheit für den einen oder anderen von euch was Spannendes dabei. Diesen Kurs gibt es nicht auf Vimeo zum Einzelkauf. Das mache ich nicht mehr, denn das lohnt sich einfach nicht. Für 10 Euro im Monat habt ihr Zugriff auf alle Kurse, da habt ihr einfach viel, viel mehr davon. Jetzt ist natürlich die große Frage, was kommt jetzt als nächstes in der Kurswerkstatt? Und da habe ich mir überlegt, erstmal wieder ein paar vorhandene Kurse zu erweitern, denn das mache ich ja auch öfter. Vor allem geht es um kleinere Projekte. Es gibt zwei Kurse, in denen es um kleine Projekte geht. Einmal einen Kurs, der heißt einfach nur kleine Projekte. Und dann gibt es noch einen Kurs kleine Projekte mit Handwerkzeugen. Beide werden erweitert. Der kleine Projekte mit Handwerkzeugen, da steht es noch nicht ganz fest, was da kommt. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Ich fange erstmal mit anderen kleinen Projekten an. Und da geht es los mit sogenannten schwebenden Regalen. Also Regale, die auf Tablarträger aufgeschoben werden. Das hier ist zum Beispiel so ein Tablarträger. Und da wird dann eben das Regalbrett draufgeschoben, der muss eingefräst werden, der muss eingebohrt werden. Die Regalbretter werden abgerundet, die sind aus Massivholz, also was gibt es da zu beachten? Ich denke, da kann man schon ein 30-Minuten-Video draus machen, auch wenn es am Ende nur ein Brett ist, das an der Wand hängt. Dann werde ich auch den Werkstatteinrichtungskurs noch ein bisschen erweitern. Da wird es um Lösungen gehen, wie man Kleinteile unterbringt. Mit Sicherheit ein Thema für jeden, das für jeden von euch interessant ist, denn jeder von euch wird jede Menge Kleinkram in der Werkstatt haben, der irgendwo rumfliegt und der vielleicht mal sortiert werden müsste. Dann, wie gesagt, der Online-Kurs zu den kleinen Projekten Handwerkzeuge, aber es wird auch noch ein weiteres kleines Projekt geben, denn ich brauche einfach im Gästebad noch einen Schrank, der wird über der Tür hängen, also ein Einbauschrank, und den möchte ich so ein bisschen im Landhausstil mit weißer Farbe, Holzoptik, Lamellentüren gestalten. Also auch etwas, das, ja, ich denke, viele von euch vielleicht nachbauen wollen, wenn auch mit anderen Dimensionen. Und da kommen zum großen Teil Resthölzer zum Einsatz. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Leimholzplatten aus Douglasienresten, die ich vor einiger Zeit gemacht habe. Die will ich da verwenden. Ja, und dann gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen Kurs, bei dem es sich lohnt, noch ein Video dazu zu machen, der also erweitert werden soll. Lasst euch da einfach überraschen. Wenn diese Kurserweiterungen dann erstmal durch sind, das wird so im Herbst irgendwann sein, dann geht es weiter mit einem größeren Projekt und das wird eine Art Multifunktionsmöbel werden. Also ein Möbelstück, das sowohl einen Homeoffice-Arbeitsplatz bietet, da habe ich ja schon mal einen Sekretär gebaut, das wird jetzt sowas Ähnliches werden, obwohl, ja, so wirklich ähnlich wahrscheinlich nicht. Da soll ein Laptop untergebracht werden, den man dann rausziehen kann. Da werde ich auch wahrscheinlich ganz spezielle Beschläge verwenden. Die hat man früher bei Fernsehschränken verwendet, aber die sind auch heute noch sinnvoll. Da könnt ihr die Türen aufmachen und nach hinten schieben. Der ein oder andere wird die vielleicht schon kennen. Die werde ich da vermutlich einbauen. Vielleicht wird es auch eine ganz andere Konstruktion, wo man den Schreibtisch so rausschwenkt. Muss ich alles mal überlegen, da bin ich noch ein bisschen am Ideen sammeln und dann wird gezeichnet. Deswegen auch erstmal die Kurserweiterung, dann habe ich nämlich Zeit, um den nächsten großen Kurs, den nächsten großen Projektkurs auch richtig vorzubereiten. Und was die Themen für die kostenlosen Videos, beispielsweise für den YouTube-Kanal angeht, die entstehen eigentlich immer so aus dem, was sich gerade beim Arbeiten für den Online-Kurs ergibt. Also lasst euch da einfach überraschen, was da die nächsten Wochen so alles kommen wird. Dann habe ich ja, ich glaube, es war in einem Community-Post vor einigen Wochen geschrieben, dass ich auf Recycling-Filament umgestiegen bin, was den 3D-Druck angeht. Das habe ich auch, glaube ich, in einem Video mal erwähnt. Und diese Umstellung ist jetzt übrigens komplett. Also alles, was ab jetzt gedruckt wird für den Online-Shop, für die Werkstatt, für alles Private, ist nur noch Recycling-Filament. Und das spart nicht nur Kosten, denn das Recycling-Filament ist wesentlich günstiger als neu produziertes oder aus neuem Granulat produziertes. Und es spart jede Menge Müll. Ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert und was man da an Müll spart. Bisher habe ich Filament von Brusa verwendet. Super Qualität, kann man gar nichts dagegen sagen.
relativ teuer im Vergleich zu anderen Herstellern und leider auch mit sehr viel Müll verbunden. Jedes Filament, jede Spule kommt in einem Karton. Okay, den kann ich für irgendwelche Versandsachen nochmal nutzen. Und dann ist das Filament auf solchen Spulen hier. Das ist, glaube ich, ABS-Kunststoff, wenn ich das richtig weiß. Also ja, lässt sich zwar recyceln, aber die Frage ist natürlich, wo und wie man das recycelt. Das heißt, bei jeder Spule ist so ein Teil dabei, das dann im Endeffekt irgendwie im Müll landet. Denn weder Brosa noch sonst wo habe ich ein gescheites Recycling-System für diese Spulen gefunden und ich habe auch sonst keine Verwendung dafür. Bei dem neuen System sieht das Ganze so aus. Der Hersteller nennt sich einfach Recyclingfabrik, findet ihr im Internet. Da wird das neue Filament einfach so angeliefert. Mehrere Filamentrollen sind in einem Karton. Da ist auch sonst kein großes Verpackungsmaterial dabei. Die eigentliche Spule druckt man sich selbst. Die habe ich auch schon aus Recyclingfilament gedruckt. Zweiteilig, funktioniert eigentlich ganz wunderbar, die zu drucken. Kann man auch das billigste Filament nehmen, das man so auftreiben kann. Dann schneidet man die Tüte hier einfach auf. Die Tüten selbst nehme ich entweder, um angebrochene Filamentreste wieder reinzustecken, oder aber ich nehme sie, um Kleinteile ein bisschen zusammenzupacken, die dann in den Versand gehen. Diese kleinen Silikagelboxen hier, die gehen wieder zurück zum Hersteller. Wird also auch wieder verwendet. Und dann kommt das Filament einfach hier auf diese Spule drauf. Das ist alles so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Das funktioniert wirklich gut. Manchmal gehen die Spulen etwas stramm. Die könnten ein paar Millimeter höher sein. Das rastet dann hier über einen Bajonettverschluss ein. Hält auch zuverlässig. Mir ist noch keine Spule aufgegangen. Dann kommen die Kabelbinder runter. Und das Zeug ist fertig zum Drucken. Also der einzige Abfall ist also das hier. Die Kabelbinder. Die Tüten, wie gesagt, kommen in den gelben Sack. Wird hoffentlich recycelt. Oder ich verwende sie für andere Sachen. Und das geht, wie gesagt, wieder zum Hersteller zurück. Also der Anteil an Müll ist wesentlich geringer. Dazu kommt noch der kürzere Transportweg. Das hier kommt ja aus Tschechien. Das hier kommt aus Deutschland. Und das Recycling, der Recycling-Gedanke geht jetzt aber noch ein Stück weiter, denn ihr könnt Spulen, Brosa-Spulen leider nicht, und eure Filamentreste an diesen Hersteller schicken. Da bekommt ihr auch ein paar Euro dafür. Versandkosten übernimmt auch der Hersteller. Und aus diesen Resten wird dann wieder neues Filament gemacht. Die Spulen werden auch wieder verwendet für die Leute, die die Spulen nicht selbst drucken wollen. Die können dann praktisch Filament fix und fertig auf der Spule kaufen. Und somit kann ich eben meinen Müll reduzieren. Ich kann kostengünstig drucken und die Qualität ist vollkommen in Ordnung. Ich habe auch gar nicht lange rumexperimentiert mit den Druckeinstellungen. Ich drucke dieses Filament hier mit den gleichen Einstellungen, die ich für das hier verwendet habe. Also wenn ich irgendwann wieder umsteige auf das hier oder noch ein paar Reste, die rumschwirren, verdrucken will, dann muss ich da überhaupt nichts ändern. Man merkt hier und da mal so kleine Einschlüsse im Filament, aber da ich ja Sachen für die Werkstatt drucke, spielt das eigentlich keine Rolle. Was die Stabilität angeht und die Passgenauigkeit, habe ich absolut keine Unterschiede feststellen können. Da das Filament natürlich aus Resten hergestellt wird, wird es wahrscheinlich keine hundertprozentige Farbtreue geben. Das weicht immer mal ein bisschen ab. Ich habe mir jetzt angewöhnt, da einfach auch immer ein bisschen nach Bundles zu schauen, die man relativ günstig dort bekommen kann. Und ja, manches drucke ich einfach in den Farben, die ich günstig bekommen kann. Aber in der Regel verwende ich eben dieses dunkle Grau hier. Das kommt an dieses Galaxy Black von Brosa ran. Und dann habe ich noch ein paar andere Farbtöne, so ein dunkles Rot, so ein dunkles Grün, so ein Sandgrün, ein schönes Blau. Also eher so gedeckte Farben, die ich dann drucke. Und wie gesagt, ich bin damit zufrieden, spart Geld. Das heißt, meine Produkte sind nicht unnötig teuer.
Ich bin damit, wie gesagt, jetzt richtig zufrieden. Das funktioniert bei mir mit meinen Druckern. Ich verwende die Prusa MK4. Wirklich sehr, sehr einfach, sehr, sehr gut, völlig problemlos und wie gesagt, viel, viel weniger Müll. Wenn ihr selbst einen 3D-Drucker habt, probiert doch auch mal Recycling-Filament aus. Da gibt es mittlerweile ein paar Hersteller, wo man sowas bekommen kann. Das war jetzt übrigens keine bezahlte Kooperation, auch kein Werbedeal. Sowas mache ich ja nicht. Ich mache nur Werbung für meine eigenen Produkte, also meine Online-Kurse und hier auch da mal für Produkte, die ich im Shop der Kurswerkstatt verkaufe. Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten, was sich nicht ändern wird, ist, dass der Shop weiterhin nur für Kursteilnehmer freigeschaltet ist. Wir verkaufen also nur an Kursteilnehmer. Das hat ganz einfach den Grund, weil unsere Kapazitäten einfach nicht mehr hergeben und ich möchte auch nicht größer werden. Die Kurswerkstatt soll, was die Größe angeht, sowohl was die Werkstattfläche angeht, was auch die Teilnehmerzahlen angeht, jetzt kein Riesenunternehmen werden. Das ist nicht mein Ziel. Wenn die noch ein bisschen weiter wächst, habe ich natürlich nichts dagegen. Aber unser Ziel ist im Moment nicht größer zu werden, sondern besser. Besser an allen möglichen Stellen. Und im Moment, habt ihr vielleicht auch schon so ein bisschen mitbekommen, wird ja die Kurswerkstattseite komplett neu gemacht. Wie das bei so Projekten ist, läuft das nicht immer so ganz so schnell, wie man das plant. Das wird sich also ein paar Wochen verzögern gegenüber der ursprünglichen Planung. Ich denke, dass wir im Spätherbst mit allem durch sind, wenn alles klappt. Das Grundkonzept bleibt erstmal das gleiche. Die Gestaltung wird einfach moderner, schöner, alles ein bisschen mehr aus einem Guss sein. Es werden sich aber auch ein paar Dinge ändern. Wir verwenden ein Learning Management System, LMS, das nennt sich LearnDash. Da kann ich die Kurse ganz anders aufbauen als bisher. Da finden sich Inhalte dann auch besser. Man kann ja vorhandene Kursteile einfach besser kombinieren. Ist also eine ganz andere Art und Weise, die Kurse zu präsentieren. Das Forum bleibt im Großen und Ganzen, wie es ist. Das wird von der Optik her etwas schöner gemacht. Der Shop bleibt von der Funktionalität auch, wie er ist. Was will man an einem Online-Shop auch groß ändern? Aber es gibt zwei Neuerungen, die auch Leute betreffen, die keine Kursteilnehmer sind. Und zwar wird es so sein, dass die Kursthemen alle erstmal von außen sichtbar sind. Also man muss sich nicht einloggen, um mal so durch die Kurse zu stöbern. Da sieht man dann die Trailer, man sieht den Kursinhalt, man sieht eine Beschreibung, ein paar Bilder und das für alle Kurse. Das wird offen sein für alle. Erst wenn man auf die eigentlichen Inhalte zugreifen will, dann braucht man einen Account bei der Kurswerkstatt. Und so ähnlich wird das auch beim Online-Shop sein. Auch da könnt ihr drin stöbern. Ihr seht die Preise, ihr seht die Produktbeschreibung, könnt euch Bedienungsanleitungen auch schon mal runterladen. Aber kaufen könnt ihr eben nur, wenn ihr angemeldet seid. Aber ich denke, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, sodass sich interessierte Leute dort einfach richtig schön detailliert informieren können. Ihr seht also, was kriegt ihr für euer Geld, was gibt es da für Inhalte, ist das überhaupt was für euch und könnt euch dann besser entscheiden, ob ihr ein Abo macht oder nicht. Und bei den Abo-Modellen wird es ein neues geben, nämlich ein Kurzzeit-Abo für 3 Monate. Das kann man dann auch selbst verlängern. Generell wird sich bei der Abo-Verwaltung noch ein bisschen was ändern, sodass ihr da mehr Eigenregie walten lassen könnt. Ihr könnt also selbst bestimmen, wollt ihr euer Abo automatisch verlängern oder eben nicht. Wie das im Detail funktioniert, das muss noch geklärt werden, muss noch alles eingerichtet werden. Zeige ich euch vielleicht mal alles, wenn die Seite fertig ist. Also auch da steckt in den nächsten Wochen noch jede Menge Arbeit drin, aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, soviel erstmal zu dem, was hier in den nächsten Wochen passieren wird. Da ist auf jeden Fall für den einen oder anderen von euch was dabei. Sei es bei den kostenlosen Videos, wie gesagt, lasst euch da überraschen. Aber auch bei den Kursinhalten ist es wieder sehr bunt gemischt. Für Einsteiger, für Fortgeschrittene, für jeden ist da was dabei. Handwerkzeuge, Maschinen. Einfach sehr, sehr vielfältig wie immer. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.